Ich bin Margarete Meyer, bin von der Pfarre St. Vitalis, das ist mal wichtig zu sagen. Viele, viele Dinge, die in der Pfarre passieren, da mache ich mit und das ist auch sehr interessant für mich und das ist für mich eine Belebung, weil ich sonst würde ich vereinsamen. Ich bin nicht die große Haussammlerin, weil ich von vornherein gesagt habe, ich kann nicht mehr tun, als in meinen Möglichkeiten steht. Und da sammle ich in dieser Straße, in der ich wohne. Das ist für mich sehr angenehm, weil ich die Leute alle kenne. Mein Nachbar ist für mich Nähe. Zu schauen, was kann ich für den tun, dass ich für den da bin auch. Aber Nähe ist auch, dass man im Großen sieht, wo gibt es Not, wo kann man helfen. Ich finde es einfach gut, wenn man dazu beitragen kann, dass auch wieder geholfen werden kann. Weil auch die Frage war schon vorher, wofür sammelt man? Da hat eine Dame zu mir gesagt, ich habe eigentlich kein Geld, aber Sie können Schokolade haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre ja fein, das hätte man ja schmecken. Aber was hat die Caritas davon? Nicht? Das ist natürlich, das finde ich ganz witzig. Es ist einfach so, auch wenn man von Tür zu Tür geht, man grüßt sie, man fragt, wie geht's dir? Und so, also man kommt dann wieder hin, spricht ein paar Worte und geht wieder weiter. Das ist für mich einfach genug. Ja, bitte sage ich natürlich in dem Moment, wo ich komme und sage, ich bin wieder da, Caritas sammeln, könnten Sie bitte spenden. Und hernach, ganz gleich, wie groß die Spende ist. Meistens sind es nicht so große Beträge, aber in der Masse kommt dann natürlich auch was zusammen. Und da bedanke ich mich dann ganz herzlich.